eine längere Pause, aber jetzt sind wir wieder da. Und ich hatte ja gesagt, dass wir ein paar Booster öffnen, um ein Deck irgendwann aufbauen zu können, ein eigenes. Damit sind wir noch lange nicht fertig. Das heißt, wir öffnen heute nochmal ein paar Booster, darum geht's heute. Und ohne große Umstände und irgendwelche Umschweife und sonst was, machen wir das jetzt auch einfach und gehen auf die Booster Packs. Und ich würde sagen, wir fangen hiermit an. Die sind alle nicht zum Tauschen, leider. Leider. Aber ich hoffe trotzdem, ich hoffe trotzdem, dass wir was Gutes bekommen, denn gebrauchen kann man sie im Spiel dann dennoch. Wir haben jetzt erstmal zwei, okay, nichts Besonderes. Und Zapdos, okay, ja. Machen wir noch eins auf. Wir hoffen natürlich auf Shaman in diesem Fall. Aber das ist mehr Wunschtraum als sonst was. Immerhin, Ninja Tom. Damit kann ich arbeiten. Was haben wir hier? Wir haben ein Rockhava. Okay. Nicht unbedingt das allerbeste bisher, aber wir hoffen auf ein EX und zwar auf. Nein, nicht auf Pudox, nein. Ja, öffne noch eins. Jetzt haben wir noch zwei davon. Jetzt schauen wir mal. Sieht gerade nicht super aus, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Einmal Togekiss und Dragoran. Non-Hollow, so wie es ausschaut. Ja, letztes Pack. Daumen drücken, Fingers crossed, was auch immer. Und es ist Panzeron, also nichts Besonderes. Kann man nichts machen, müssen wir mitleben. Gehen wir aufs nächste. Ich würde sagen, wir öffnen ein paar Evolution Packs. Vielleicht haben wir hier ein bisschen mehr Glück und kriegen das eine oder andere Pokémon EX. Wir haben auf jeden Fall ein Machamite Turbo. Das ist cool, damit kann man arbeiten. Und Arcani. Immerhin unsere erste richtig gute Karte. Schauen wir mal, was wir jetzt bekommen. Wir haben ein Mega Turtok EX. Jetzt fängt es langsam an, interessant zu werden. Einmal schwarze Energie und zwei seltene, beziehungsweise einmal Radikal. Und wir haben ein Kokowai. Ein Secret Rare, mit dem wir nicht wirklich viel anfangen können. So, letztes Pack würde ich sagen von Evolutions. Die anderen 10 behalte ich mal. Vielleicht kann man damit irgendwann was Gutes eintauschen. Und wir hören auf mit Diktrin. Na super. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf. Wir öffnen mal zwei Generations Packs. Einfach weil ich es kann. Weil ich es kann, genau. Und. Kurz, ja, so. Besser. Wir haben ein Diktrie. Also wir wechseln das Set. Und bleiben trotzdem beim gleichen Pokémon. Hoffen wir jetzt auf was Besseres. Und wir haben Mega Visaflor EX. Damit lässt sich doch was anfangen. Sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, machen wir noch ein paar Sonne und Mond Booster auf. Das neue Set mit den GX. Was haltet ihr von ihnen? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr sie gut findet oder nicht. Ob ihr die alten EX besser fandet. Ich persönlich bin ja eigentlich ein großer Fan von den GX, zumindest was ihr Äußeres betrifft. Also da finde ich, hat sich ein Pokémon was echt Gutes überlegt. Und die Alola-Version mit diesen ganzen Locken auch sehr stark. So, dann schauen wir mal. Hoffen wir jetzt mal auf was Besseres. Immerhin ein Hyperball. Und, na, das war nix. Ja, die GX lassen noch auf sie warten. Vielleicht jetzt. Nein, ein Costuso oder wie auch Englisch heißt, ein Beware.
Finde ich besser im Englischen, ehrlich gesagt. Ich habe mir überlegt, dass ich ein Video mache zu den Namen, wie sie in Deutsch und wie sie in Englisch heißen, weil es doch erhebliche Unterschiede dabei gibt. Momentan sieht es nicht so gut aus. Nur mal ein Hyperball, ein Enthorn und ja, ein Landhorn. Nee, momentan sieht es nicht so toll aus, muss man einfach mal sagen. Langsam könnte da mal ein GX kommen. Nein, immer noch nicht. Also in der Realität kriegt man da natürlich mehr. Wie wir inzwischen wissen, jedes dritte Pack in einem Display hat entweder ein Holo oder ein GX oder ein Hyper Rare oder ein Super Super Ultra Rare. Das ist wohl bei Pokémon Online nicht der Fall. Also bisher waren das sehr, sehr, sehr schäbige Karten und es wird nicht besser. Okay, letztes Sun and Moon Booster Pack. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, das war, ja. Was will man machen? Also, was will man machen? Lässt sich leider nicht ändern. Wir öffnen jetzt auch noch das Turbo Fieber Booster Pack. Und danach noch, ich glaube, Schicksalsschmiede habe ich da gerade gesehen, machen wir auch noch auf. Und dann sollten wir immer ein paar Karten haben zum Deck bauen. Auch wenn, ah, schön, Psyana EX. Ich hätte gerne Psyana GX gehabt, aber Psyana EX nehme ich auch. Ja, und dann sollten wir auf jeden Fall Karten haben, um ein Deck bauen zu können. Ein mehr oder weniger anständiges. Und dann vergessen wir hoffentlich dieses Sun and Moon Desaster, das wir gerade erlebt haben. Das war ja doch eher schrecklich. Serpi Royal, auch nett. Finde ich sehr, also ich mag diese Karte sehr. Hat das letztens erst in einem Forum darüber. Während deines nächsten Zuges fügen die Angriffe dieses Pokémon dem aktiven Pokémon deines Gegners 60 weitere Schadenspunkte zu, bevor Schwäche und Resistenz verrechnet werden. Und Schlitzender Schlag. Dieses Pokémon kann Schlitzender Schlag während deines nächsten Zuges nicht einsetzen. Das heißt, man kann, was man macht, ist 40, 140, 40, 140, so könnte man es machen. Oder 40, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Auch nicht so verkehrt, würde ich sagen. Oder 40, 100, 140, 40. Nur mal so als Beispiel. Also mit einer Energiekarte. Lässt sich schon mitarbeiten, würde ich sagen. So, ich glaube, ja, ich glaube, das war's dann auch schon für heute. Es war ein kürzeres Video. Es sei denn, wir haben noch irgendwas Tolles zum Öffnen. Die möchte ich. Ach ja, komm, wir machen. Na, wobei, nee, das will ich zum Tauschen behalten. Öffnen wir nochmal zwei von denen hier. Einfach weil wir die Zeit gerade noch haben und vielleicht noch ein, zwei gute Karten finden. Wäre ja auch nicht verkehrt, oder? Ja, finde ich nämlich auch. Haben wir gleich mal zwei. Ist doch schon mal gut. Vulnona Turbo und ein Porenta. Und dann nochmal eins. Also Evolutions gibt uns wenigstens ein paar gute Karten, während Sun and Moon ja da ein bisschen sich ein bisschen ziert. Nee, so hören wir nicht auf. Also mit Europe höre ich definitiv nicht auf. Wir machen jetzt noch so lange weiter, bis wir wieder eine gute Karte haben. Das ist genau die. Doppelenergie ist eine gute Karte. Nein, natürlich nicht. Glurak nehme ich. Ja, finde ich gut. Welches ist es? Es ist die Holo-Version. Ja, genau, Holo-Version. Das sieht man hier unten, sieht man dies. Weiß nicht, ob ihr das so gut sehen könnt. Aber da regnet es und brennt es und alles. Sehr schön. Okay, ja, damit hören wir auf. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, im nächsten Video geht es dann tatsächlich ums Deck, das wir uns bauen wollen. Ich werde mir vorab ein paar Gedanken machen, mir die Karten anschauen, die wir jetzt haben. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch ein. Ja, bis dahin. Tschüssi.